Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ja, aber zuerst einmal heiße ich euch ganz herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Witcher 3. Und ich habe von Kaer Morhen geträumt. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Dann haben wir mit Ciri geübt. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Ich glaube, das Gelbe, das Weiße kann man machen und dann können wir irgendwie noch ein bisschen labern, aber ich würde sagen, Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte, zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ich würde sagen, privat. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein.
Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Ja, und damit würde ich sagen, unser erster Kampf geht los. Zack! Okay, die haben ja irgendwie nichts drauf. Oh, läuft. So, die machen wir mal kurz alle ein bisschen langsamer. Das wollte ich noch sagen, das habe ich im letzten Part einfach mal übersprungen. Das war echt ziemlich langweilig für euch. Und man konnte halt immer nur die Sachen auswählen, die man halt auch wirklich machen konnte. Und ach, das soll ich gedacht, komm, das... Lass das sein. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Das sieht doch ziemlich geil aus. Weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Also es sieht echt ziemlich geil aus, das Ganze hier. Und der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Also es sieht einfach verdammt schön aus. Halt! Und ja. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Oh, ich hab's gerade übersprungen. Das war knapp. Okay. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Okay, das können wir natürlich abziehen, aber ich würde sagen, du schuldest uns nichts, weil der sieht sehr arm aus, der Mann. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ich würde sagen, wir sind mal einfach höflich und sagen, eine Frau. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Ah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Okay, nice. Jetzt haben wir erstmal dem Dute geholfen. Und ich habe aus Versehen den Kampf übersprungen, aber gut. Die letzte Folge war ja schon ziemlich zäh mit dem ganzen Vorgespann und bla bla. Und dann können wir jetzt auch mal ein bisschen Action hier erleben. Also. Ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Thank you.
Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Zeig mir, was du zu bieten hast. Ganz schön was los. Hier kümmert sich jemand um diesen Greif. Wir suchen eine Frau. Also wir können... Zeig, was du zu bieten hast. Und ich würde doch mal sagen, wir nehmen das. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Bisschen was essen. Achso, wir können... Was ist das Symbol für einkaufen? Okay, Ausrüstung. Handwerk. Questgegenstände. So. Das sind... Was ist das... Oh, ich habe keine Ahnung, das sind glaube ich Karten. Und hier können wir erstmal was zu trinken kaufen. Ich glaube, wir nehmen hier erstmal so ein Hühnchen mit, oder? Ein bisschen Brot. Das kann nicht schaden. Okay, wir haben kein Geld mehr. Gut, und dann geht's weiter. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Meister Hexer! Wärt ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hört, die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Okay, ich würde sagen, wir reden erstmal mit allen hier in der Nähe. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Ich weiß nicht, was das hier für ein Symbol ist, deswegen probier es einfach mal aus. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist.
Okay, ein bisschen was haben wir schon rausgefunden. Ich wollte gerade sagen, diesen Greif hätte ich eigentlich auch ohne Geld getötet. Also konnte ich mich so ein bisschen mit der Hauptperson nicht identifizieren. Wir haben 8 Brot und 2 Wasserflaschen. Ich weiß nicht, ob wir auch was essen müssen oder so. Aber mal gucken, was die hier zu sagen haben. Sorten wie Kreuz und Pik. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Ich würde einfach mal sagen, Reiterin des Krieges. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Dass wir ein bisschen Infos vielleicht zusammen haben und dann können wir mal nachfahren. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Okay, ich würde sagen, das war's eigentlich. Mehr Infos kriegen wir aus dem sowieso nicht raus. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ah, komm, ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde Grind oder Gwind, wie das heißt, und dann vielleicht sind wir ganz gut. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Oh, es ist direkt so ein Minispiel. An sich ist es cool, es ist 17. Ich überlege, ob es mal Zeit noch hinpasst, aber ja, müsste eigentlich. Okay, Karte hinzufügen und achso, das sieht ein bisschen aus wie Hearthstone gerade. Komm, Spiel starten, oder? Ich beginne. Klirrende Kälte, das Beste vom Amphorstleichen verwesen ist zu schnell. So. Wir müssen eine Karte ablegen und dafür eine neue ziehen. Ich glaube, wir legen einfach mal die ab. Boah, keine Ahnung, Alter. Was ist das hier? Redanischer Fußsoldat. Komm, nehmen wir den auch ab. Okay, es geht los. Ich bin am Zug. Ich weiß nicht, was das mit den Leichen hier bringt, aber... Und den spielen wir einfach mal. Okay, wir können nur eine Karte spielen, glaube ich. Ich bin am Zug. Ich weiß nicht, wie sieht das aus mit denen? Kann ich jetzt auch irgendwie schon was... Ich habe keine Ahnung. Komm, ich spiele den einfach. Ich mache gerade einfach hier random Sachen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich können wir auch irgendwie angreifen noch. Ich muss mal kurz gucken. Wenn ich jetzt das hier nehme. Extrem dichter Nebel. Achso, ich glaube, ich verstehe das Ganze. Irgendwie. Also wir müssen auf jeden Fall... Auf
jeden Fall haben wir jetzt unten diese 14 als Punkte und er hat 12. Wir müssen uns irgendwie so eine Schlachtmauer aufbauen. Aber das sind nur Spekulationen. Das Spiel, das könnte Spaß machen. Also Hearthstone macht ja auch richtig Spaß, aber ich hab keine Ahnung. Okay, strömender Regen. Dann brauche ich mal gutes Wetter. Und gut, der packt noch den dahin. Wenn das echt... Also, keine Ahnung. Ein paar Karten legen. Das könnte ich auch noch. Okay, er für den Nebel. Und ich komme jetzt und mache... Kühlere mit Kälte. Was macht er jetzt noch? Er passt. Was kann ich jetzt machen? Anhörkarte einsetzen. Oh, ich habe die Runde gewonnen. Alles klar. Also aufgeben will ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Runden spielt man denn? Okay. Aber ich habe echt gerade keine Ahnung. Okay, ich habe schon wieder gewonnen. Ich glaube, es kommt echt darauf an, wie er da am Ende hat. Okay, ich habe gewonnen, alles klar. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Vielleicht lerne ich's. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Ja gut, Freunde, also wir haben ja eben gerade gewonnen und ich würde sagen, das war's erstmal. Jo, ich verabschiede mich und in der nächsten Folge geht's dann auch direkt weiter. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag, haut rein. Bis dahin, lasst eine Bewertung da und ciao, ciao.